Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Folge von Encased. Nach der Charaktererstellung werden wir jetzt endlich das Spiel starten. Ihr wart wahrscheinlich alle schon gespannt und jetzt ist es soweit. Was? 14 neue Events. Gespräche. Die Interaktion mit verschiedenen Charakteren stellt einen wichtigen Bestandteil des Spiels dar. Klick auf einen Charakter, wenn du einen Dialog mit ihm starten möchtest. Ja, das werden wir, glaube ich, schon hinkriegen. Okay. So, da sind wir. Wir können uns hier hin und her bewegen. Sehr schön. Dann reden wir mal mit Monty James. Warte mal, das sind doch die Charaktere, die wir auch hätten auswählen können, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. A guy wearing thick spectacles thrusts out a sweaty hand. Monty James, Silverwing. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem. Also hier steht alles auf Deutsch, aber das, die Synchronstimmen, die Sprecher, reden natürlich auf Englisch. Wir könnten es so machen, dass ich die Synchronstimmen ausschalte und einfach selbst vorlese, weil gerade auf kleineren Monitoren, auf Displays wie Handys und Smartphone, also auf Smartphones und so, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das so mitzulesen. Wahrscheinlich wird es für euch einfacher. Oder ich mache beides. Vielleicht lasse ich auch erst vorlesen und lese es dann vor. Ich bin mir noch nicht sicher, das werden wir im Laufe des Spiels, in dieser Folge werde ich das entscheiden. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es am liebsten hättet. Sprache ausstellen, ich lese einfach nur vor. Oder lieber nur die Sprache, die Englisch vorliest und dann reagiere ich einfach nur drauf, ohne es nochmal vorzulesen. Sagt mal Bescheid. Also, ein Typ mit einer verstärkten Brille streckt dir blitzschnell eine schwitzige Hand entgegen. Monty James, silberne Abteilung. He glances down at your badge. Ah, it's you. I found your file extremely interesting. And your CV, wonderful. Inspiring, really. Ist schon gut vorgelesen, ne? Es wäre schon echt schade, das auszustellen, weil ich finde, die Sprecher, also zumindest der hier, macht es echt gut. Ich nehme an, dass alles so gut vertont ist. Er blickt runter auf dein Namensschild. Ah, Sie sind's. Ihre Akte fand ich äußerst interessant. Und Ihr Lebenslauf einfach fantastisch. Sehr inspirierend. When I had the opportunity to look over the files of my future colleagues, I couldn't resist. I don't want to sound boastful, but silver level clearance has its advantages. Monty winks. Ich weiß auch nicht, ob alles überhaupt nachher vertont ist. Ist auch so die Frage, oder ob das nur hier jetzt so ist. Ich lese es mal kurz vor. Als ich mir die Gelegenheit bot, einen Blick in die Akten meiner zukünftigen Mitarbeiter zu werfen, konnte ich einfach nicht widerstehen. Ich werde nicht überheblich klingen, aber die Befugnisse der silbernen Abteilung haben schon ihre Vorteile. Monty zwinkert. Okay, was hat er denn in der Akte gesehen? Da wir silberne Abteilung selbst sind, können wir scheinbar das hier auch sagen. Sage, dass du deiner Eigenschaft als Lenker nachkommen und einen Blick auf die Akten der anderen Mitarbeiter werfen möchtest. Ja, wäre ich dafür, wenn wir schon silberne Abteilung sind. James spreads his arms regretfully. Ah, you misunderstood. I don't carry the physical copies with me, but I did get a chance to familiarize myself with them. Ask away. Okay, James breitet mit Bedauern seine Arme aus. Ach, da haben Sie was missverstanden. Ich habe die physischen Kopie nicht bei mir, aber ich hatte die Gelegenheit, mich mit Ihnen vertraut zu machen. Fragen Sie nur. Also das doppelt gemoppelt ist nicht gut, ne? Also das Vorlesen zu lassen von denen und selbst vorzulesen, es dauert einfach viel zu lange. Okay, ich kann jetzt zu verschiedenen Mitarbeitern der verschiedenen Abteilungen fragen. Ich kann auch Monty selbst zu seiner Person befragen. Machen wir das doch mal. Sorry, classified. Verdammt. Okay, vertraulich. Na gut. Ich kann es auch theoretisch nur zusammenfassen. He's plainly flattered by your question. Harvard. Then I worked in the economics department at Supercolor. They produced a special television model for commuter buses. Did you know that? That was my research. Okay, von Harvard ist der Werte her. Ein ganz intelligenter. In der Wirtschaftsabteilung von Supercolor gearbeitet. Keine Ahnung. Super. Au! Okay, wir können hier noch auf die Sachen klicken. Die sind noch hinterlegt. Unternehmen, die interne Ökonomie der Kuppel, welche von Essen und Kleidung bis hin zu Waffen und Autos alles Mögliche bietet, teilt sich auf ein paar Dutzend verschiedene Unternehmen auf, die mit Kronos in vertraglicher Verbindung stehen. Obwohl gerade einmal 35.000 Menschen in den Kronos-Einrichtungen leben, handelt es sich um einen vielversprechenden und stetig wachsenden Markt, der den Unternehmen jährlich Milliarden von Dollars einbringt. What else? I like sports. Water aerobics is a sport, isn't it? Okay. I don't smoke and never eat after 6 p.m. Wow. Just saying, these kinds of things aren't in the file.
So saying, Monty abruptly falls silent. Okay, ich glaube, der hat nicht sehr viel Spaß in seinem Leben. Nicht, dass ich jetzt was gegen Aquafitness hätte. Ich liebe Wasser, aber ja, immer. Ich esse nicht mehr nach 18 Uhr. Oh Gott, der Arme. Okay, jetzt kann ich noch wegen den Mitarbeitern fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so wirklich möchte. Aber komm, wir fragen mal nach der schwarzen militärischen Abteilung. Elsa Olofsson, Police Captain, City of Stockholm. Former Captain, to be precise. Dismissed from service because of a conflicting article. Yeah, conflicting. Let's call it that. The Silver says in hushed tones. Ich mag auch den Erzähler, der immer diese anderen Sachen sagt, die jetzt nicht Dialog sind. Das ist auch sehr schön. Okay, also wir haben hier eine ehemalige Polizeichefin, die Elsa. Okay. The Black gives him an unpleasant look, but says nothing. Dann wird das hier doch noch interessant. Wir lernen quasi unser Team kennen, denke ich. Die Weißabteilung. Monty presses his plump hands to his chest, as if in prayer. Tomoko Kimura from Osaka, a physiologist. She's young, but already has a PhD. Okay, also wir haben hier noch eine Physiologin dabei, mit Dr. Tite, eine Jungsche. James moves so close, his lips are all but brushing your ear. Just between you, me, and that lamppost, Kimura has an older sister, Ayaki. She's currently in jail, and Tomoko herself spent 2 years in prison, but that is strictly, strictly classified. Okay, war schon im Knast. Gut zu wissen. Blaue Abteilung. Silver smiles and pats the blue on the shoulder. As the man turns to him, Monty raises his fist in some kind of a weird salute. Gagarin, Sputnik, Cosmos, Mir, Druzhba, Krasin, SSSR. He says in Russian. The blue's mustache twitches and his face wrinkles with a beaming smile. Comrade Patanin is from the Soviet Union. He's a highly qualified construction engineer. Took part in planning the spire. He's no spy. Supposedly. Monty explains, turning to you. Okay. Dann glauben wir mal, dass Genosse Potanin aus der Sowjetunion kein Spion ist, sondern nur ein Bauingenieur. Und jetzt noch das Letzte, die Orangenabteilung. Monty adjusts his glasses and peers closely at the orange's badge. Ah, Quentin Bisley. Grand Theft Auto 3 times in 1 B&E. He was about to go down for 12 years, so he filed for the Clean Slate program. And look at that. They accepted him right away. The Silver shakes his head in disapproval and perplexity. Das ist wirklich gut synchronisiert, also wirklich, wirklich. Das wäre so schade. Also ich würde das wirklich ungern abschalten, wirklich. Ich wende mich ab. Wir sind durch mit ihm, mit Monty James. Warum steht da so ein, warum ist da bei Reden so eine Nummer 3 dahinter? The orange is dressed in a new jumpsuit. The shiny badge on his chest reads Quentin Bisley, Laborer. Mhm. Die wurden uns ja gerade schon side-eyeing the screen skeptically. Despite his tired, grim expression, his gaze is open and friendly. Hm. However, the general impression is unmistakable. There's something frightening about Bisley. Okay, beängstigend, aber irgendwie auch freundlich. Ja, wie bist du denn im Gefängnis gelandet? The orange's face stretches into a broad smile, baring his dentures to the world. Like everyone, duh. In a black car, under guard. Ich glaube, das haben wir nicht gemeint. Wir wollten eigentlich wissen, was er getan hat. Aber gut, Humor hat er. Too, the ones who go through the front door. He nods at the black wing woman beside him. Her nose wrinkles in displeasure, but she says nothing. Okay, was hat's mit dem Armreifen an deinem Handgelenk auf sich? Quentin raises his hands to examine the devices. Ja, das hat auch nur er. They call them humane handcuffs. How about that? Truth is, there ain't nothing humane about them. They zap you real hard the moment you get your hands on a gun. Oh. But they sure look nice. Bisley lowers his hands again and smirks. Okay, heißt das, hätten wir auch jemand von der Orangenabteilung, einen Verbrecher oder Ex-Knacki genommen, dann hätten wir keine Waffen nehmen dürfen. Das wäre ja furchtbar. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich so wäre. Elsa? A tall woman is watching an ad playing on the monitor, arms crossed.
The polished do-a-shine badge on her black overalls reads, Elsa Olofsson, Security Service. Mhm. She glances at you and offers her hand in a businesslike manner. Das war, glaube ich, die Polizistin gewesen, ne? Die Polizeichefin. Greetings. Please take all necessary precautions. By that I mean, don't turn your back on him. Elsa nods at the orange. Okay, jetzt haben wir wieder besondere Optionen. Wir können fragen, was denn so gefährlich an ihm ist. Oder die Knackis müssten doch nicht gefesselt sein, oder? Eigentlich möchte ich eher... Ach komm, wir sagen mal, die müssen doch nicht gefesselt sein. Vielleicht erklärt sie dann auch ein bisschen was. Elsa's eyes spark angrily. Are you saying you would take full responsibility for the possible consequences of that order? Was that a nod? Does that mean yes? Die ist ganz schön bitchig. Olofsson turns to the orange, produces a key, and unlocks his cuffs in a smooth, well-practiced motion. Oh, wir können immer noch fragen, was dann so gefährlich an ihm ist. Olofsson eyes your silvery jumpsuit and snorts. Really? I thought you'd be the one to tell me about it. After all, your department has access to all the orders and personal files. Her gaze shifts to the silver standing opposite and then back to you before she turns indignantly to the window. War das bei ihm, der vielleicht ein Spion war? Ich weiß es nicht mehr so genau. Der hat uns gerade so viele Leute vorgestellt. Oder war das Igor? Ich weiß es nicht mehr. A man with a mustache and a blue jumpsuit is standing at the window, studying the construction site below through the occasional break in the clouds. His badge reads Igor Patan. Genau, der Bauingenieur, der vielleicht Spion ist. The blue taps on the glass with one finger and gestures you to come and take a look. Seems like he doesn't speak English. Aber wir haben ja Rhetorik 20, deswegen sprich mit Potanin. Using sign language, mimicry and all of your artistic talent, you're able to communicate with the planner. Und genau deswegen mag ich Rhetorik. Once he's sure you're watching, Patanin points up in the direction of Spire Station, from which you departed a few minutes ago. Spire Station, die Transitstation, die um die Öffnung an der Spitze der Kuppe herumgebaut wurde. Relikte werden darin nach oben befördert und Kapseln mit neuen Mitarbeitern, Lebensmitteln und Ausrüstung werden nach unten transportiert. He sketches the outline of the station on a broad, foggy section of glass. Once he's finished, the blue turns to you with a delighted expression. Okay, wir können verschiedene Sachen erfragen. Der Zweck der Station würde mich mal interessieren. This time, Igor is quite laconic. He pauses, then confidently writes cargo and personnel in block letters and draws an arrow pointing downward. Aber Fracht und Personal ist der Zweck? Beside it, he writes relics and draws an arrow pointing up. His R is turned back to front. Okay, also Relikte kommen raus aus der Kuppel und Personal und Ausrüstung und so weiter geht rein. Komischerweise nicht wieder raus. Okay, wie arbeitet die Station? With a series of confident strokes, the planner delineates the capsule's movement scheme, drivetrain and massive hydraulic brakes on the glass. Okay, und das Ausmaß der Station? The blue begins to mark up his diagram with a series of footnotes and numbers. Turns out the station's ring diameter is a bit more than 1500 meters. Okay. Its height above the dome is 317 meters. And the total height of the spire, including the loading docks, is nearly 720 meters. Das ist schon ganz schön krass, ne? Danke, Potanin, für den Unterricht. The engineer stops you with a gesture, and after rummaging through his pockets, offers you a small candy. There is a picture of a crayfish on the white wrapper. Is this candy crayfish flavored? Okay, dann kann ich es leider nicht essen. Sorry. Danke ihm und steck die Süßigkeit in den Mund. Muss ich? Also ganz ehrlich, ja gut, ich werde hier wahrscheinlich nicht vegetarisch leben können in dem Spiel, nehme ich mal an. Höflich ab und wendig. Ah komm, wir tun ihm mal den Gefallen, wir essen das mal. It's surprisingly spongy and tooth-achingly sweet. You can only wonder what it has to do with crayfish. Ich hatte ja auch gar nichts damit zu tun. Okay, Statuseffekte, oh Gott.
Verschiedene Handlungen, wie zum Beispiel der Verzehr von Lebensmitteln oder die Einnahme von Medikamenten, können Statuseffekte verschiedener Art bei dir bewirken. Sie wirken sich entweder positiv oder negativ aus und dauern unterschiedlich lang an. Manche Angriffe und Fähigkeiten können auch einen Statuseffekt bewirken, der die Eigenschaften des Ziels verändert. Beispielsweise verringern die Effekte Bluten und Vergiftung schrittweise die Gesundheit. Schön, was haben wir denn jetzt? Wo sehe ich das denn bitte? Keine Ahnung, wo dieser Statuseffekt jetzt... Ach, hier. Plus 3 Initiative. 2 Stunden lang. Wow. Ob wir das noch ausreizen können, weiß ich nicht. A thin, pale young woman is sitting at the window, leaning against the illuminator. The glass is slightly fogged with her breath. She turns to you. Her shiny badge reads Tomoko Kimura, physiologist. Die auch mal im Knast war. Okay. We've crossed the border. No way back now. Even traveling by the funicular wasn't so thrilling. The white presses small hands to her blushing cheeks. Weiße Abteilung, eine Kronos-Abteilung, die sich auf die wissenschaftliche Forschung spezialisiert hat. Auch medizinisches Personal gehört dieser Abteilung an. Seibahn, die Stadt Quistessence, die am Fuß der Kuppe liegt, und die Spire Station sind durch die Seibahnstrecke zum Personen- und Frachttransport miteinander verbunden. Die Strecke, die direkt auf der Oberfläche der Kuppe verlegt wurde, wird von speziell ausgestatteten Gondeln befahren, die Mitarbeiter der Kronenstiftung und Fracht befördern. You were thinking, why have no children been born under the dome? I've got a working hypothesis. But I'm not ready to share it yet. She says softly, as if answering a question you didn't ask. Okay, jetzt haben wir Wahrnehmung 5 und können Kimura fragen, ob sie den dunklen Fleck auf der äußeren Oberfläche der Kuppel sehen kann. Das machen wir. Kimura peers through the glass in the direction you indicate. Oh, that's the aircraft that crashed into the dome during the first expedition. I believe that's a wing fragment, and there's some white canvas. What do you think that is? Maybe a parachute? Was? Ein Flugzeug hatte einen Crash mit der Kuppel? Okay. The white shakes her head, bewildered. I just can't believe it. It's all true. We're on our way to meet the future. Okay, was meinst du denn damit? Wir haben die Grenze passiert? Kimura shoots you a surprised look. You're familiar with the details of the briefing, right? To put it simply, the dome is a selectively permeable environment. Die Kuppel, als größtes und bekanntestes Relikt der Ahnen, bedeckt die Kuppel ungefähr 30.000 Quadratkilometer Wüste, unsichtbar, unzerstörbar und undurchdringlich für jede organische Masse im Innern. Im Innern. Ha, okay. Heißt, man kommt nicht mehr raus? The white draws an invisible hemisphere in the air. Inorganic objects may exit the dome without difficulty, but any living creature dies if transported back to the outside world. That's why we're all stuck here for an indefinite period of time. Ach, schade. Jetzt fehlt uns leider die Wissenschaft. Gut, wir müssen jetzt leider uns laut fragen, warum Dinge auf diese Weise passieren. Kimura is eyeing the dome's mesh glittering in the sunlight. Supposedly, it's something to do with the atmospheric composition, but it's a weak theory. The difference of the air within the dome is so insignificant as to fall within the margin of error. Or to put it more simply, there is no difference. She shoots a quick glance at the silver and lowers her voice. I heard a rumor, or a conspiracy theory, that we can leave the dome at any time. We've simply been told we can't. If you ever decide to test this hypothesis, don't forget to leave me something in your will. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das jemals ausprobieren werden. Also angeblich kann man die Kuppel ja nicht verlassen. Wenn man sie verlassen will, wird man wohl sterben. Entweder durch die Kuppel selbst oder durch, ja, vielleicht unsere eigenen Leute. Wer weiß. Vielleicht lassen die einen auch einfach nicht mehr raus. Eingebauter Monitor. Kann ich da jetzt Fernsehen gucken? Ja. Futuristic state-of-the-art cities straight from the pages of science fiction. Well-paid, safe employment, career advancement opportunities, and a world-class social safety net. Noble and intellectually stimulating work in state-of-the-art laboratories. We're thrilled to welcome you to the dome. Please hold on to the handrail and prepare for landing. Okay. Was haben wir denn hier? Schönes Faustschlag. Okay. Stopping by the door's porthole, you watch as the ground slowly approaches. Also so sieht das Ganze gerade aus. Oh Gott, das ist ja... Wow. It looks brown-black,
through the tinted glass, and smoky blue at the horizon. It almost seems like the clouds are pulling apart there. You can discern the regular pattern of a settlement in the mists, hanging over the northern section. If this is the city, it's nowhere near as miraculous as the brochure. Just a few concrete buildings surrounded by sheds. It resembles the hab pods of a space colony in a sci-fi film. Yet, the scale is impressive. In only 5 years, a small civilization has arisen from these bleak sands to tackle mankind's greatest project. Stadt. Frühere Werbebroschüren von Kronos singen von einer echten Oase mitten in der Wüste, der größten Siedlung von Menschen unter der Kuppel, einem behaglichen Zentrum der Zivilisation fern von der Heimat. Aber das Projekt stellte sich als völlig realitätsfern heraus. Deadlines wurden verschoben und das Budget musste ständig weiter aufgestockt werden, bis es schließlich teilweise geplündert wurde. Da werden wir jetzt demnächst leben? Yay! The Blues and Oranges did their share of the physical labor. But the main credit belongs to the brilliant administrators from Silverwing. At least, that's what you were told during the pre-departure briefing. Tüftler, blaue Abteilung der Ingenieurs und Technik. Okay, das muss ich, glaube ich, nicht vorlesen. Das haben wir ja alles schon bei der Charaktererstellung. Just as you're about to move away from the window, you notice a whirlwind beginning to form above the ochre plain. The gathering storm drifts unhurriedly above the desert, a crown of green lightning flashing at its core. Clearly no ordinary weather phenomenon. It must be one of those anomalies. You freeze by the window, unable to avert your gaze. Okay, das ist ein Wirbelsturm. Anomalie, Sammelbegriff für eine Vielzahl am physiochemischen Phänomenen unbekannten Ursprungs, die sich in der Kuppe ereignen. Die empfohlene Verhaltensweise lautet fernbleiben oder sterben. Und Sandstürme, die Wüste unter der Kuppe ist nicht gerade menschenfreundlich und Sandstürme sind hier keine Seltenheit. Viele Wissenschaftler aus der Weißen Abteilung vermuten hinter diesen Stürmen eine abnormale Aktivität, aber dafür liegen keine konkreten Beweise vor. So, wir haben verschiedene Sachen, die wir tun können. Wir können den Wirbelsturm weiter beobachten, den anderen Gruppenmitgliedern anschließen. Oh, versuche bis zur Landung die mysteriösen Gebilde der Ahnen zu entdecken. Ich würde mal das hier versuchen. The outlines of the landing site, blurred by clouds of dust, appear behind the greenish glass of the porthole. The capsule shudders as the braking devices engage. Okay. Hat uns nicht so viel gebracht. Jetzt bin ich schon so ein bisschen aufgeregt, was uns hier erwarten wird. Kamerabedienung mit E und Q sowie mit Ü und Plus heran und raus. So, na gut, ich habe ja eine Maus, das sollte ja auch gehen. Okay, wir kriegen das schon hin, denke ich. Ja. Okay, alles nicht so schwierig. Okay, das zoomt ein bisschen komisch raus und rein. Nicht so sauber, sondern so in Schritten. Na gut, kriegen wir hin. Und das geht auch. Okay. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was da gerade stand. Okay, cool. Kann ich das von hier oben anschauen? Ah, Lukas Petraszkiewicz, Level 2. Was uns das bringt, weiß ich nicht. Was machen die denn da? Hm. Oh, und hier wird überall gequatscht irgendwie. Das stimmt. Gütiger Gott, in der Lagerhalle ist absolut kein Platz. Selbst in den Gängen stapeln sich die Kisten. Okay, gibt es irgendwie ein Problem mit der Fracht scheinbar. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt, du miese Peter? Na gut, dann stelle ich sie eben hier ab, wenn drin kein Platz ist. Nein, okay, so schnell konnte ich nicht vorlesen. Ich wollte ja auch ein bisschen... Ach so, da unten stand der Dialog sogar noch. A cheerful man in a white lab coat grabs you by the sleeve. A badge reading Ludovico Nuzzi, Scientific Analyst, Export Department, dangles loosely on his clean uniform. Which still smells pungently of washing powder. Okay, hallo, Ludovico Nucci? Ich weiß nicht. Look over there. He points upward with a sharp, wide gesture
and hands you his field binoculars. Okay, verzichten oder wir können auch gucken, wir können auch fragen, was wissenschaftlicher. Nee, ich gucke einfach mal, wohin er zeigt. You raise the binoculars to your eyes. Wow, okay, das ist schon cool. Schon sehr cool gemacht. Under fourfold magnification, the whirling cloud above the rust-colored plains looks even stranger. Its core glows with flickering green light and flashes rhythmically. And that rhythm seems to form a complicated pattern. Nuzzy bends close to your ear. Fascinating. Do you want me to bring some filters? If we intercept the red and blue spectrums, we'll see something amazing. It's like a signal, some kind of message. Aha, Aufklärung 30. Hör auf, den Sturm zu beobachten und sieh dir den Horizont an. Without tearing your gaze away from the binoculars, you turn around slowly, studying the dome's horizon. Das sieht schon deutlich freundlicher aus. It's somewhat unexpected that the dome looks horribly empty. Your eyes find some construction pits dug directly in the sand and concrete blocks laid beside them. There are almost no roads, or not sealed ones. Only one highway with yellow surface marking stretches among the sand drifts. Okay. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet, wenn hier so wenig zu sehen ist. Frag ihn, was wissenschaftlicher Analytiker Explorabteilung bedeutet. The scientist looks blankly at you, then down at his lab coat. Ah, this? This? He lets out a blaring laugh. Ludovico points at the building behind him. I work in Concord Station, categorizing relics. My job is to classify them by rarity. Then the blues package them, silvers issue the documentation, and oranges move them to the cargo capsule. Just like the one you arrived in. Okay. Relikte. Ein Objekt der Sachkultur der Ahnen ist oftmals in einem dunklen und geheimnisvollen Verlies zu finden. Nazi points upward. Then the capsule takes the relics way up there. All the way to the spire, then to Crystal Sands by the funicular. They get auctioned off and turned into money. It's not like I endorse this, but we all like ourselves a good paycheck, right? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass man die Relikte einfach nur verkauft und dass es nur um Geld geht. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre irgendwie was Besonderes. He offers you his binoculars once again. Do you want to have a look at the spire? It's amazing. But then, you can look at the spire anytime. Now that sandstorm, that's what's truly amazing. Ehrlich gesagt, würde ich jetzt lieber gehen. Nazi looks from you to the capsule and to the landing terminal entrance. He flings his arms up. Oh, mi scusi. Excuse me, I'm so sorry. You'd better get going or you'll be late for check-in. Your colleagues are already inside, and the storm is growing stronger. Yeah. The storm is growing stronger. Uh-huh. The white mutters in fascination, eyes glued to his binoculars, which is fixed on the spinning whirl of clouds. Dann sollten wir schnell reingehen, wenn der Sturm immer doller wird. Ich wäre dafür. Okay, ist schon ziemlich cool gemacht mit den ganzen Dialogen. Es hat ein, man merkt schon, ein sehr dialogintensives Spiel. Aber genau sowas finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich sehe nur gerade, oh Gott, das wären hier Quests. Im Spiel wirst du Aufgaben verschiedener Art erfüllen, wovon manche dich in der Story voranbringen und andere wiederum unterschiedliche Aspekte des Lebens unter der Kuppel offenbaren. Du kannst dich jederzeit im Abschnitt Daten-L-Schaltfläche über ihren Status und die Einzeiten der Quest informieren. Ja, ich sehe schon, das Spiel hier wird sehr lang wahrscheinlich. Also allein mit den ganzen Dialogen im Let's Play kann man da ja einfach nicht immer so drüber gehen, sondern hört sie sich ganz an und redet darüber und so. Ich glaube, das hier wäre ein sehr langes Let's Play, wenn wir das wirklich als Let's Play durchziehen wollen. Bisher bin ich dazu geneigt tatsächlich. Und was ich jetzt auch schon sehen und sagen kann, die Folgen werden wahrscheinlich etwas länger. Ich glaube, um 30 Minuten Folgen komme ich hier nicht wirklich rum. Allein schon wegen dem vielen Gefasel, das ich ja auch nicht an blöden Stellen unterbrechen möchte. Na gut, aber ja, da wir jetzt schon bei 30 Minuten sind, werde ich mal hier Schluss machen. An dieser Stelle, wo wir eigentlich noch nichts vom Spiel gesehen haben, gerade mal angekommen sind. Aber gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir doch schon mal in die Kommentare, was ihr so bis jetzt von dem Spiel haltet mit den Dialogen. Ja, wie wir das handhaben wollen. Ich finde die Sprecher wirklich, wirklich gut, auch den Geschichtenerzähler. Ich würde das wirklich gerne so lassen.
Und ja, ich würde die am liebsten einfach vorlesen lassen und ich fasse vielleicht immer mal kurz am Ende, wenn es nötig ist, ein bisschen zusammen und lese auf jeden Fall Sachen vor, die nicht gesprochen werden und lese natürlich auch meine eigenen Antworten so gut wie möglich vor. Aber an sich würde ich die hier schon gerne erzählen lassen und das ungerne ausschalten, weil es einfach so gut gemacht ist und ein Teil des Spiels ist, was es, glaube ich, sehr besonders macht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bye!